So, willkommen zurück zu The Long Dark, Wintermute. Wir kommen hier hoffentlich heile an, ohne Zwischenfälle. Aber das sieht gut aus. Wir haben es gleich geschafft. Sehr cool. Oh, das war aber auch ein Weg, ne? Was? Oh, okay. Ladebildschirm. Jetzt bin ich mal gespannt. Lege Gwen auf ein freies Bett. Ja, so viele Möglichkeiten gibt es hier ja anscheinend nicht. Ach so, ich muss sie wahrscheinlich platzieren. Mensch. Die arme Frau. So, Dimitri. Wo ist Dimitri? Da. Easy. Just gonna see if I can help. Feeling better now? Ja, okay. Alles klar. Bringe die Ausweise zurück. Muss ich mit ihm reden? Nö. I'm sorry. I found her. No. She was lost in the crash. I'm sorry. I couldn't find who you were looking for. I hope they survived and they're safe somewhere. Please, look for them. Yeah. Sind da noch mehr? Außer sie? Boah, wie oft sollen wir das denn machen? He didn't survive the crash. I'm sorry. I found her. She didn't make it. Ja. Das war auch eine tolle Aufgabe, ne? Sorry, I couldn't find them. Please look for them. Ja, klar, man könnte noch mal zurück. He didn't make it. He's no longer. Sorry, I couldn't find them. Find them, please. Was für ein Druck das sein muss für Astrid. I'm sorry. I found her. She's no longer with us. No longer with us. Hab ich jemanden vergessen? Das Spiel sagt gerade überhaupt nichts, deswegen gucke ich. I'm sorry. I found her. She didn't survive the crash. I'm so sorry. Ah ja. Sprich mit Pater Thomas. Machen wir. Das muss echt schlimm sein, solche Nachrichten zu überbringen. Hallo? Achso. Von hinten geht nicht.
You made it. I prayed that you would. Yes, I made it. And I found another survivor. In bad shape, though. Found the insulin, too. Thank you, my child. This is a big help. Weather's turning worse. I fear another blizzard is on the way. How can you tell? The farmers of Pleasant Valley have been part of my flock for years now. Over that time, you start to see the patterns of things. Blizzards are common this time of year. We're due for another one any day now. And then what? Normally, we'd hunker down with a stack of firewood, a full pantry, and wait it out. And now? Even with what you've done, we'll have to pray we survive long enough for the weather to clear. Prayer is your thing, Father. You handle that. Between the plane crash and the houses in the area, I'm gonna pull together whatever supplies I can find. Maybe between the two of us, we can keep these people alive. May God watch over you, my child. Aber ich hab dir was in den Kühlschrank getan. Ja, ich glaube, das funktioniert nicht. Kapitel 3, nahender Sturm. Still some names missing from the passenger manifest. Became delirious and wandered off, maybe. Ja, okay. Wow. Suche die vermissten Überlebenden und bringe sie zurück. Oh mein Gott. Ist das euer Ernst? Okay, das hier ist jetzt nicht so das Problem. Sollten wir hinkriegen. Lege Vorräte in den Vorratsschrank. Ach! Ja, warte. Guck mal, das können wir ja direkt machen. Das können wir ja direkt machen. Das ist ja nicht so das Problem. Kalorien durch Essen oder Trinken. Okay, warte mal. Mal das. Ja, ja. Das hätten wir dann schon mal. Dann können wir Antiseptikum umlagern. Machen wir mal 2. Dann machen wir mal hier. Umlagern, nein. Umlagern, so. Das hätten wir auch. Verbände, die brauche ich, glaube ich, selber. Erstmal. Davon könnte einen haben. Und Nahrung. Kaffee. Umlagern. Wow, okay. Also Essen habe ich echt mehr als genug. Thank you.
Aber sie hat ja auch immer wieder die Möglichkeit, hallo, neues Essen zu finden. Okay. Da weiß ich jetzt gerade nicht. Petroleum? Trollinger? Leuchtpistolenmunition. Deine Leuchtpistole. Ich glaube, die behalte ich noch mal. Okay. Ist gut. Dann holen wir uns noch mal eben. Aha. Ja, okay. Du weißt schon, dass du was im Schrank hast, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Gut, dann nehme ich mir die da vorne mit, ja? Perfekt. Mhm. Nehmen uns erstmal nur das, was wir eben auch gegeben haben. So, jetzt muss ich gleich mal gucken, wie ich laufen muss. Verwendet deine Karte um mögliche Aufenthaltsorte der Überlebende. Ja, ja. Hier. Nahender Sturm. Okay, müssen wir eigentlich drauf zukommen. Ich hoffe, der Sturm lässt ein wenig auf sich warten. Und dann müssen wir die Häuser am besten abklappern nach Brennstoff und so, weil ich habe jetzt natürlich ziemlich viel verbraucht. Mit der Episode ist man gut beschäftigt, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Hallo. Was haben wir denn hier? Ein Verband. Wir sollten Bartflechten unbedingt sammeln, um Verbände herzustellen. Ich hoffe, das zählt dann auch. Stück Arbeit vor allem. Die sind ja nicht gerade in der Nähe, ne? Das hier könnten wir mit dieser Aufgabe hier verbinden. Die sind echt nicht in der Nähe. Guck mal, da müssen wir wieder ganz zu Molly laufen. Und wir müssen ja auch jedes Mal hin und her. Okay, aber er oder sie sollten wir noch relativ fix schaffen. Und wie sind die denn da hinten hingekommen? Ich feuere eine Löspistole und halte nach Antwort Ausschau. Was? Zielen. Ist sie geladen?
Da! Sind im Übrigen auch sehr effektiv, was Wölfe angeht. Na gut, wir wussten jetzt ja, dass der Überlebende hier irgendwo sein muss. Und wir sollten auch gleich da sein. Wo ist er denn? Irgendwo hier. Wo denn? Ach, shit. Scheiß. Mann, oh. Ich weiß gar nicht, wie ich das mit den Verbänden machen soll. Irgendwo. Hier muss er sein. Aber wo? Wo bist du? Da. Oh Gott. Vielleicht kann man mich selber aufsammeln. Da. Hat er sich verkrümelt? Stay calm. Look on the right here. I'm gonna check you over. Kein Leiden. Stehe ich nicht. Hab doch Durst. Das ist Müll. Up now. Easy. Warte mal, vielleicht werden wir ihn noch mal hinlegen. Bitte nicht ins Feuer schmeißen. Ouch, mit dem Kopf. Easy. Just gonna see if I can. Ja. I've done what I can. Only one way. Und das Ganze dreimal. Boah, hier wäre der Bunker gewesen. Nee, wir bringen ihn jetzt erstmal zurück. Not much farther now. In the sky. Gut. Nun haben wir Logan auf dem Rücken. Und die anderen beiden werden wahrscheinlich wieder ein bisschen aufwendiger. Weil sie weiter weg sind. We're not far now. Die Arme, ey. Okay.
Er ist auch nicht viel besser dran. Ja, da vorne ist schon die Brücke. Wir schaffen es jetzt noch in diesem Part. Oh, die Brücke sehe ich schon. Müsste eigentlich klappen. Was ist das? Ah, dann müssen wir uns die Moni aber richtig zusammenhalten für die Leuchtpistole, weil, obwohl für ihn habe ich jetzt zwei Stück gebraucht. Ich wusste jetzt auch eben im ersten Moment nicht so genau, wie das gemeint, also wie es gemeint war schon. Oder wann ich es am besten anwende. Wie hässlich, hier geht immer so ein Pang rauf und runter, das ist natürlich nett. Unten lang. Wir können da auch rüber, dann sollte das klappen. Alles gut, ich will nichts von dir. Hold on, just hold on. Ich bin dabei. Not much farther now. Ich hoffe nur, dass der Sturm so lange auf sich warten lässt, weil das wäre schon echt hart. Ah, da vorne sehe ich schon das Feuer. Hang on. I have you. Alter, ihr Rücken ist da noch im Arsch. Ja, mal ehrlich, die haben ja Gewicht, ne? Das musst du ja erstmal tragen. Also ich könnte jetzt auch nicht so einfach jemanden auf die Schulter nehmen. Also ich bin auch sehr klein, dazu mal gleich nebenbei. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ich glaube, zur Absturzstelle müssen wir nicht mehr. Also ich weiß es nicht. Wenn, dann ist das so. Wir werden uns jetzt erstmal darum kümmern, dass wir die Leute einsammeln. Ich habe hier ja eigentlich noch Aufgaben zu erledigen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das so nebenbei mal eben mache. Glaube ich, eigentlich ganz gut. Gerade der Vorratsbunker. In der nächsten Folge einmal hier abklappern und uns dann mit hier oben beschäftigen. Dann würde ich sie hier gleich holen. Also nicht gleich, aber je nachdem, wie schnell wir vorankommen. Ich weiß ja auch nicht, was mich an den anderen Stellen erwartet. Die Abschlussstelle war vorher auch nur ein Ausrufezeichen. Hirsch bin ich gespannt, muss ich ehrlich sagen, was es damit auf sich hat. Das wird dunkel, ne? Ja. Gut, hier werden wir auf jeden Fall schlafen gehen. Das hat echt gut was zu tun hier. Das sieht wieder so schön aus. Aber für mich wäre das nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mit so wenig Einwohnern und... Nee.
Ich meine, so wie es hier ist, jetzt sowieso nicht. Die haben ja echt Probleme hier. Aber das wird ja vorher auch nur eine kleine Gemeinde gewesen sein. Stay with me. Ja. Ich kenn's auch nicht, also von daher. Aber manche, es gibt auch Leute, die das durchaus schön finden, ne? Also die sich in so einem Dorf oder wie auch immer echt wohlfühlen würden und die Ruhe genießen würden, was ja auch, ist ja alles gut, ist ja völlig okay. Ist nett von mir, ne? Ich weiß. Es ist halt alles Geschmackssache, Ansichtssache, wie auch immer. Der eine braucht es so, der andere so. Ist nur doof, wenn man in einer Umgebung wohnt, in der man sich halt nicht so wohl fühlt, ne? Dann ist es ein bisschen schwierig. Aber hier gegenüber ist, waren wir in diesem Haus schon drin? Ich weiß es nicht. Spürt das da? Warte, dann müssten die ganzen Häuser hier eigentlich noch abklappern. Also, in dieser Episode wird man noch gut zu tun haben. Das ist nicht mal eben in ein paar Parts erledigt. So, mein Freund. Er ist in Sicherheit. Damit sind es zwei. Don't close your eyes. Not yet. Ach da. Warum ist das denn immer? So. So groß ist, dass ich das Genick gebrochen hätte. Okay, kann ich eigentlich auch hier schlafen? Schneesturm. The storm is coming and the people are vulnerable. Don't delay, my child. Speichervorgang. Gut, ich werde hier erstmal beenden. Und im nächsten Part sammeln wir dann die anderen Leutchen ein. Alles klar, dann danke ich fürs Zusehen und wenn wir mal bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Lead you back to me.